Baugebiet auf der Gehre und heute gibt's das Baustellen-Update. Ja, willkommen bei einer neuen Folge von Diekmann TV. Heute sind wir wieder in Hagen im Baugebiet auf der Gehre. Im letzten Video haben wir euch so ein bisschen den Fortschritt gezeigt. Da haben die Baustellen gerade angefangen und heute nehmen wir euch wieder mit, zeigen euch den aktuellen Stand der Häuser und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch ins Video. So, wir stehen jetzt hier vor dem Bauvorhaben von unserer Arbeitskollegin der ASO. Da hatte ich euch letztes Mal schon gesagt, dass das hier eine ganz besondere Baustelle ist. Wie man hinter mir sehen kann, ist der Rohbau soweit schon fast fertig. Das heißt, das Dach ist mittlerweile drauf. Und auch da oben kann man jetzt erkennen, dass wir hier jetzt hier einen Richtkranz drauf haben. Denn heute feiern wir hier das Richtfest. Also ganz typisch, wenn die Dachkonstruktion drauf ist, wird ein Richtfest gefeiert. Und sobald das hier fertig ist, kommen die Bauherren dazu und dann wird hier mit Speis und Trank das Ganze gefeiert. So, jetzt stehen wir hier bei dem anderen Bauvorhaben. Hier sieht man jetzt, dass das Erdgeschoss auch schon gemauert ist. Die Erdgeschossdecke, die Stahlbetondecke ist mittlerweile auch schon drauf. Da zeigen wir euch gleich so ein paar Bilder dazu. Oben drauf stehen auch schon ein paar Steine für das Obergeschoss. Und wenn ihr mal überlegt, im letzten Video war hier nur die Vorbereitung für die Bodenplatte und mittlerweile ist das Erdgeschoss schon gemauert. Das heißt, in der kurzen Zeit hat sich hier schon sehr, sehr viel getan. So, und jetzt sind wir hier bei dem dritten Grundstück. Wie man sieht, hier ist leider noch nicht so viel passiert. Hier haben wir jetzt die technische und finanzielle Freigabe des Ganzen und voraussichtlich Mitte November werden hier die Erdarbeiten beginnen und dann sieht man hier auch den weiteren Fortschritt. So, wir sind jetzt einmal durch mit der Tour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr habt jetzt gesehen, hier hat sich in der kurzen Zeit schon sehr, sehr viel getan. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir hier in dem Grundstück auch ein Update haben werden. Und oben wird sich dann auch einiges am Äußeren des Hauses natürlich getan haben. Bei dem oberen Haus hoffen wir dann, dass wir auch das Richtfest feiern konnten. Und sofern ihr auch Interesse habt an einem Neubau, dann guckt doch einfach mal unten in der Infobox. Da findet ihr dann einen Link, da kommt ihr dann zu unserer Seite, könnt euch da dann Infos einholen, findet da auch dann den passenden Bauherrn-Fachberater für euch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut doch hier in die Endkarte rein, dort findet ihr zwei weitere Videos von uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder hier auf Diekmann TV.